Hi. Fängt gleich an. Moin, moin, alles gut? So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Teams an. Und dann kommen wahrscheinlich noch ein paar. So, wer es noch nicht wusste, Break Nummer 2 heute. Optik, einmal eine Cello Box, einmal eine H2 Box. Die Teams wie folgt. Die Knicks habe ich, die Raptors hat der André. Die Hornets habe ich, die Suns, die Wizards hat Sportscards USA, die Kings habe wieder ich, die Pistons hat Nico, die Thunder hat Nico, die Nets hat André, die Magic hat André, die Bucks, die Heat hat der Thomas, die Clippers habe ich, die Sixers hat der Nico, die Pelicans habe ich wieder, die Pacers hat Christian. Die Nuggets habe ich wieder, die Bulls habe ich wieder, die Spurs habe ich wieder, die Blazers und Celtics habe ich wieder, die Cavs hat Filsen, ist auch schon im Chat. Die Wolves, die Jazz habe ich, die Hawks habe ich, die Rockets habe ich, die Grizz habe ich, die Mavs hat der Nico, die Lakers habe ich und die Warriors habe ich. So, ich habe bis jetzt keine Trades gekriegt und ich glaube, ihr habt doch nicht getradet untereinander. Das heißt, theoretisch könnten wir sofort loslegen. Sollen wir noch ein paar Minuten warten oder sollen wir sofort loslegen? Was sagt ihr? Von mir aus können wir dann sofort loslegen. Ich würde auch mit der Cello-Box loslegen. Das liegt der Background schon durcheinander. Dann würde ich die H2-Box danach machen. Das heißt, Pack für Pack. Sehr gut, dann legen wir los. Erstes Pack. So, natürlich allen viel Glück. Ich hoffe auch viele schöne und gute Karten. Nochmal hier, was man kriegen kann. Gehe ich noch einmal kurz drüber. Wir suchen hier natürlich nach den Blue Velocities, ist natürlich klar. Dann die Checkerboards, dann die Holos und die Purples. Dann gibt es auch Pinke zu 25. Seht ihr das? Dann natürlich Autogramme kann man ziehen. Dann die Splash oder alle Inserts auch nummeriert. Ja, und die Anniversary Parallels sind auch dabei. So, fangen wir an. Das Ganze, ich nehme hier gerade mit zwei Kameras auf, das Ganze kann man auch nachträglich auf YouTube noch sich angucken. Dann, wer es nicht live schafft, der kann dann auf YouTube vorbeigucken. Erstes Pack von Joe Ingles, Kevin Durant, wir haben Cam Johnson, wir haben Seth Curry, Kenyon Martin, Ricky Rubio, das ist die erste Cavs-Karte. So, Bones Highland Rookie, Vucevic, Brandon Boston Rookie, Winner Stays Chris Middleton. Express Lane von Ja. Okay, die Rockets fangen schon mal sehr gut an. Jalen Green, My House, Holo. Oder Purple, gucke ich sofort. Okay. LeBron James, auch sehr, sehr geil. Haben wir eine Rookie-Karte von James Bouknight. Gefällt mir auch richtig gut. Sehen richtig geil aus. Und PJ Washington. Sehr, sehr schönes erstes Pack.
Sehr, sehr geil. Von LeBron James und eine Jalen Green. Die wir natürlich sofort sleeven. So. Und das ist die Purple. Richtig schöne Karte. So, packen wir mal hier vorne hin. Für alle, der Stream dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger, so eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir haben wirklich ein paar Packs, durch die wir durchgehen. So, sleeven wir noch die Rookies. Den Rest sleeve ich später, damit wir auch vorankommen. So. Zweites Pack. Natürlich hoffen wir auf ganz viele Top-Rookies in geilen Farben oder in Autogrammen, das wäre super geil. So, zweites Pack. Jonathan Isaac, Kyle Lowry, Mitchell Robinson, Terry Rozier, Rui Hachimura, Sengun, Rockets Rookie, Wiggins, Luke, falscher Pistons Rookie, OG, LeBron, zweiter LeBron, noch eine, zwei Express Lanes, Gary Trent, dann Valanciunas, haben wir eine DeMar DeRozan, leider kein Rookie, Devin Booker, auch sehr schöne Karte. Dann würde ich sagen, gehen wir sofort zum dritten Pack. Wieder eine Purple hinten drin. Marcus Smart, so. Wendell Carter, Ukiki, Tyrese Halliburton, Zion, Harden. Ist das ein Auto? Nee, okay. Aber sehr schön. Einmal für Filsen eine Evan Mobley Rookie Karte. Sehr schön. Dann haben wir einen Jared Butler Rookie, Steph Myhaus, Holo ist. Winner Stays Tim Duncan, Purple's Joel, Brandon Ingram, Ben Simmons, und wieder kein Rookie, Blake Griffin. So. Sleeven wir einmal die Mobley auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Wunderschöne Holo Winners Days Tim Duncan Karte. Einmal sofort sleeven und toploaden. So, stellen wir nochmal hier neben. So.
Nächstes Pack. So, Isaiah Stewart, Caris LeVert, Avdija, Desmond Bane, Jimmy Butler, Devontae Graham, Jason Preston, Rookie, Lonzo Ball, Davion Mitchell. Oh, so, jetzt sieht man mich wieder. Air Defense, Rudy Gobert von den Utah Jazz, T-Minus von Jar, eine Purple Splash von Zach LaVine, sehr schön, Drummond, Miles Bridges, Rookie, Kater, okay. Dann sleeven wir einmal die LaVine. Und weiter geht's. So, nächstes Pack. Sabonis, Nurkic, Westbrook, Favors, DiVincenzo, Bam Adebayo, Miles McBride Rookie, LaVine und ein Prism 75th von John Stockton, Utah Jazz, LaMelo Ball, My House, T-Minus, Devin Booker, Purple, wow, der Winner Stays von Magic, Kevin Porter, Shay, der im Moment richtig gut spielt, Red Rookie, Warriors, Kuminga, auch sehr, sehr schön, wird auch gesleeved, genauso wie die Magic. Kommt hier sofort, sieht man nicht. So. Kuminga. So. Haben wir hier die Magic. Sehr schön. So, wie gesagt, den Rest sleeve ich später. Kommt natürlich alles gesleeved und getoploadet bei euch an, wenn ihr mitgemacht habt oder die Spots gewonnen habt. So. Nächstes Pack. Wird angeführt von Michael Porter Jr., Darius Garland, Brogdon, Josh Hart, Al Horford, Anthony, Moses Moody Rookie, sehr schön, Thibel, Jalen Suggs Rookie für die Magic, Utah Jazz, Donovan Mitchell mit dem Splash, Winner Stays AD, Purple, Purple Rookie für die Pelicans, Herbert Jones,
Auch sehr geil. Buddy Hield, D'Lo und Greg Brown, der Dritte. So, wird natürlich auch alles sofort gesleeved. Einmal die wunderschöne Herb Jones. Nächstes Pack. Wir warten immer noch auf unsere erste Kate. Überhaupt. In Break Nummer 1 haben wir leider keine einzige Kate gezogen. Hoffen wir, dass sich jetzt ändert. Lou Dort, Terence Ross, Nikola Jokic, Patrick Williams, Bradley Beal, Rookie Garuba, Gordon, Rookie Corey Kispert, Kawhi Leonard, Express Lane KD. T-Minus Paul George, T-Minus T-Minus Purple Paul George. Okay. Dritter Paul George. Sadiq Bey, Rookie für die Rockets, müsste Christopher sein. Ja, es ist Josh Christopher, leider kein Jalen Green. So. Aber wir haben ja schon die Holo My House. Oder die Purple My House. Josh Christopher einmal getoploadet. Ja. Paul George Peklak, ja. Auf jeden Fall. Drei hintereinander ist schon kurios. Purple Paul George auch noch. Der Rest wird dann wieder später gesleeved. Kommen zum nächsten. An. Eric Bledsoe, Bobby Portis, Towns, Mitchell, Gobert, Rookie Sharif Cooper, Lillard, Rookie Cameron Thomas, Grant, Air Defense von Joel Embiid, Kyrie Irving, T-Minus, Rated Rookie, Josh Giddy Purple, sehr, sehr geile Karte, sehr schön. Drew Holiday, Jalen Brunson, Rated Rookie für die Nets, wieder Thomas, nee, Darren Sharp. So. Werden auch beide gesleeved, natürlich die Josh Giddy, sehr, sehr schöne Karte. So geht, glaube ich, an André, sehr, sehr schön. Schneide ich einmal die neuen Toploader an.
Ja, die ist wirklich sehr, sehr geil. Sieht richtig, richtig schön aus. Sehr, sehr cool. So. Sleeven auch noch die Darren Sharp. Cam Thomas wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber ich fürchte, da tut sich bei beiden nicht so viel. So. Haben wir noch vier Packs. Erstmal die Karten aus dem Weg. So, Duncan Robinson, Kemba Walker, Kelly Olynyk, Barrett, Bryn Forbes, Rookie, Zaire, sind wir bei John Collins, Johnson, leider nicht Scotty Barnes, Magic, normal Winner's Days, Jalen Suggs, Holo My House, auch sehr schön, Purple von Harrison Barnes. Jamal Murray, Fred Van Vliet, nächster Rookie, Spurs, müsste Joe Wieskamp sein. Ew. Auch nicht der Beste, aber nimmt man mit. Sucks Holo My House noch gesleeved und getoploadet. Dürfte auch an André gehen. Sehr, sehr schöne Karte. Also, vor allem mit der Giddy zusammen. Nicht schlecht. Wir kommen zu den beiden letzten Cello Packs. Letzte Chance auf ein Autogramm in Cello Packs, sonst müssen wir auf die H2Box hoffen. Wir starten mit Miles Turner, Christian Wood, Porzingis, Allen, Bogdanovic, Rookie von Jalen Green. Let's go. Siakam, Kessler Edwards, Bullock, Zach. Sehr schön. My House. Okay, nochmal die normale My House von Jalen Green. Dann haben wir eine Express Lane Holo von Kevin Durant. Auch sehr, sehr schön. So, De'Aaron Fox. Franz Wagner, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr schöne Franz. Und noch eine James Wiseman. Sehr, sehr schönes Pack. Sehr, sehr coole Franz-Karte. Auch für André. Natürlich auch sofort getoploadet und protected, damit an der Karte nichts dran ist. So, hier nochmal. Sehr schöne Franz. Okay, die Holo Express Lane, auch sehr schöne Karte für die Nets. Dann noch eine
Jalen Green, My House. Passt auch sehr gut zu unserer Purple My House, die wir gezogen haben. Und natürlich noch die normale Rookie von Jalen Green. Auch gesleeved und getoploaded. Der Rest wird wie immer später gesleeved. So, und wir. Oh ne, wir haben noch zwei Cello Packs. Das ist gar nicht das letzte. Okay. Kommen wir zum vorletzten Cello Pack. Wenn es dann aufgeht, genau. Erste Karte, Killian Hayes, Pirtle, Randle, Melodon, Lonnie Walker, Rookie von Trey Mann. Josh Giddey wär natürlich cooler gewesen. Holmes. Charles Bassey. Booker. Express Lane, Ben Simmons. Dahinter ist ein Purple Winner Stays von Kevin Garnett für die Celtics. Ant-Man haben wir. Falscher Thunder und Klay Thompson. So, jetzt lieben wir die Jeremiah auch sofort. So, genauso wie die Kevin Garnett. Sehr schöne Kevin Garnett Karte. Winner Stays für die Celtics. Oh, jetzt kommen wir aber zum letzten Cello Pack. Die Box ist komplett leer. Können wir wegschmeißen. Wie gesagt, danach kommt noch die H2-Box. Da haben wir sehr, sehr geile Karten drin oder können sehr geile Karten drin haben. Giannis, Joel Embiid, Gary Trent, Derrick Wright, Capella, Trey Murphy Rookie, Robert Covington, Duarte, erste Pacers-Karte, sehr schön. Kevin Garnett. Haben wir ein My House von Ja Morant. Dann haben wir einen Derrick White. In Purple, ein Zubats in der Blue Velocity, ein LaMelo Ball und ein Wetpack Mikal Bridges. So. Letzte Pack war jetzt nicht so geil, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. So, dann machen wir einen kurzen Recap von den Hits aus der Cello Box. Und dann geht es sofort weiter. So. Wir haben Kevin Garnett für die Celtics. Wir haben Jeremiah Robinson Earl für die Thunder. Jalen Green Rookie Holo Express Lane KD.
Franz Wagner mit dem Blue Velocity, Jalen Sexhole, My House, Joe Wieskamp, Blue Velocity, Jaron Sharp, Josh Giddy Purple, sehr, sehr schöne Karte, T-Minus von Paul George, Josh Christopher, Blue Velocity, Herb Jones Purple, Greg Brown, Blue Velocity, Magic Johnson Purple, sieht aus wie Holo, aber ist Purple, Evan Mobley, dann die Purple, My House von Jalen Green, Kuminga, Blue Velocity und Holo, Winner Stays, Tim Duncan. Sehr, sehr schöne Karten. Leider immer noch keine Kate Cunningham. So, jetzt kommen wir zur H2-Box. 40 Karten sind drin. Wie gesagt, 75th Inserts. Was kann man so alles kriegen? Base Holo, Red Pulsar, Blue Pulsar. Dann die Goldenen zu 10. Dann die Rookie Holo. Red und Blue natürlich. Und dann haben wir hier die Signatures und dann halt noch die ganzen Inserts und so. Ja. Und dann die, ja, hier die 75th und dann noch Gold Pulsars. Alle zu 10 auch von den Inserts. Und natürlich will man Rookie. So. Hauptziel wäre erstmal ein Autogramm zu kriegen. Das wäre ganz geil. Auch von einem Top Rookie. Mach mal die Folie ab. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns die Packs hier raus. 4 Packs, 10 Karten pro Pack. Box lasse ich hier stehen. So. Viel Glück an alle. Red Pulsars hier drin, also keine goldene. Quita, Blake Griffin, James Bouknight, PJ Washington, Derek White, Capella, Killian Hayes, Derek Favors Holo. So. Haben wir eine Jason Tatum für die Celtics Red Pulsar, die sehen richtig nice aus. Und eine All-Stars. Dafür dürfen wir gleich würfeln. Lakers oder Celtics. Sieht auch sehr, sehr nice aus. So. Natürlich immer doof, wenn die Packs nicht gut aufgehen. Da haben wir unsere erste Blue Pulsar. Wir haben Greg Brown, Shea, Kuminga, Booker, Peltel, Julius Randle, Theo Maladon, Holo Rated Rookie, Charles Bessie. Red haben wir Pascal Siakam. Und die Blue, die ist ganz schön gebogen von Caris LeVert. Hier sieht ein bisschen verbogen. Ich sleeve die beiden erstmal und danach gehen wir zu den letzten beiden Packs. Eine Rookie-Karte in Pulsar wäre natürlich noch sehr, sehr schön. Gucken mal. So. Charles Bessie Holo kriegt natürlich einen Toploader. So. Dann haben wir noch die Air Defense von Johnson und die All-Star von Johnson Bird. Auch sehr geile Karte im Red Pulsar Design.
Und dann zu guter Letzt haben wir die Jason Tatum in Rot. Die kriegen Toploader, weil Tatum natürlich ein sehr, sehr geiler Spieler ist. So. Einmal die. Kommt der Rest weg. Beziehungsweise wird natürlich später gesleeved und dann an euch gesendet. Kommen wir zum nächsten, zum vorletzten Pack in diesem Break. Wir starten schon mal gut. Franz Wagner. Dürften zwei rote sein. Franz Wagner. James Wiseman. Joe Wieskamp. Sadiq Bey. Lonnie Walker. Bledsoe, Bobby Portis. Okay, erste Kate Cunningham in zwei Breaks. Sehr, sehr schön. Anniversary Parallel. Dann haben wir einmal Optik Brandon Clark in Rot. Auch sehr nice Karte. Und Donovan Mitchell Stargazing Red Pulsar für die Jazz. Auch sehr schöne Karte. Kriegt natürlich auch einen Toploader. Die Donovan. Dann die Kate. Jetzt lieben wir noch die Brandon Clark. Bis jetzt natürlich. Ist jetzt natürlich sehr, sehr schlecht für 280 €, aber kann ja noch was kommen. Keine Goldene dabei, aber zwei Rookies, sehr schön. Christopher Bridges, Robinson Earl, Thompson, Towns. Okay. Kenne ich nicht. Schönes Autogramm. Gucken wir uns gleich an. Red Kessler Edwards. So, haben wir hier. Einmal das Autogramm von Maurice Cheeks zu 20 war es, glaube ich. Ja, 19 von 20. Ist natürlich. Wäre natürlich schöner gewesen, würde man den Mann kennen. Könnt mir ja schreiben, ob ihr Maurice Cheeks schon mal gehört habt. So. Man kriegt natürlich ein Sleeve. So, und ihr seht schon, es sind die Kings für die zweite Color. Und es ist Davion Mitchell Color Match. Auch sehr, sehr schön. Kriegen auch beide Sleeve und Toploader.
Dann kommt hier nochmal ein Gesamtrecap von allen Karten, die wir gekriegt haben, beziehungsweise von den Highlights. Mal die Karten weg und dann geht's los. So, Kessler, Edwards, Red Wave oder Red Hyper, Davion Mitchell Blue, dann Optigraphs, Maurice Cheeks von den Sixers, Cade, Stargazing Mitchell, Charles Bassey Holo. Tim Duncan für die Spurs, Winner Stays Holo, Kuminga Blue Velocity, Jalen Green, My House Holo, Purple, Evan Mobley, Winner Stays, Magic Johnson Purple, Greg Brown, Herb Jones Purple, Josh Christopher, Paul George, Josh Giddey Purple, Darren Sharp Blue Velocity, Joe Wieskamp Blue Velocity, Jalen Suggs Holo, My House. Franz Wagner, sehr schön, Blue Velocity, Express Lane, Kevin Durant, Holo, Jalen Green, Earl, Kevin Garnett für die Celtics, dann letzten beiden Karten sind Red Pulsar, Jason Tatum und Magic Johnson und Larry Bird sind beide Teams bei mir, also muss ich hier gar nicht würfeln. So. Das war's. Dann danke ich euch fürs Zusehen und verabschiede mich. Ciao.